Hallo, liebe Löwinnen und Löwen, welcome zur Albumstory Nummer 2. Beziehungsweise ist es eigentlich nicht wirklich Albumstory, sondern ich nehme euch mal hinein mit hinter die Kulissen. Und zwar so richtig Real Talk möchte ich mit euch machen. Beziehungsweise ich möchte einfach ganz open sein, transparent und euch mit hineinnehmen in meine Pläne. Weil mein Album, meine Geister und mein Glitzer, wird es nicht zum Streaming geben. Ihr habt ja bereits mitbekommen, wenn ihr dieses Video anschaut, dass ich ganz oft schon angekündigt habe, es lohnt sich zu kaufen, ihr könnt es kaufen, es ist bereits im Vorverkauf, es kommt im Juni raus. Das heißt, da verschicke ich dann die ganzen CDs an die Leute, die es bisher schon gekauft haben. Und ich möchte euch aber erklären und erzählen, warum ich es nicht mache. Und zwar hat es einfach einen ganz, ganz einfachen Grund, und das ist finanzieller Natur, sage ich mal. Es ist so, dass ich hier mal so einen kleinen Cent mitgebracht habe für euch. Also ein Cent, ja. Streaming sieht so aus, dass ich nicht mal einen Cent, also teile diesen Cent durch fünf. Also fünf Teile von ein Fünftel von diesem Cent kriege ich pro Stream. Ihr könnt euch ausrechnen, was das heißt. Ich habe bisher dafür, dass meine Songs, also die drei Singles, die ich bisher habe, damit die bei Spotify überhaupt online sein können, habe ich mehr bezahlt, als ich bisher über Spotify verdient habe. Und es ist einfach so, dass mich dieser Albumprozess oder dieses Album roundabout 20.000 Euro kostet. Und es ist mein größter Traum. Und ich habe einfach mein komplettes privates Geld investiert, und das habe ich super gerne gemacht, weil das hat sich einfach richtig angefühlt für mich in diesem Moment. Und ich habe es super, super. Also, das ist einfach so. Ich würde es auch nochmal machen, gar keine Frage. Aber ich habe halt auch beschlossen, dass ein Album, in dem sehr, sehr viel Arbeit drinsteckt, in das super, super viele andere Leute auch Zeit und Know-how reingesteckt haben und die ich wiederum bezahlt habe, weil ihre Arbeit einfach was wert ist. Es ist quasi ein Produkt, was ich nicht für umsonst zur Verfügung stellen möchte und kann es. Das möchte ich einfach nicht machen. Genau. Also es ist einfach so, ich habe bisher für Spotify mehr bezahlt, als ich bekomme, weil ich nicht mal einen Cent verdiene. Und genau, mit den aktuellen Preisen, ich meine, klar, es geht überall, alles wird teurer zurzeit, aber ein Flat White mit Hafermilch kostet zurzeit zwischen 4 und 5 Euro, wenn man sich den To Go irgendwo in einem Café holt. Und mein Album kostet 15 Euro. Also pro Song 1,50. Das ist jede Eiskugel. Aktuell, dafür hast du den Song dann aber permanent. Und da mir aber natürlich bewusst ist, dass Spotify aktuell natürlich einfach das Medium ist oder die Plattform, worüber fast die ganze Menschheit die Musik hört und konsumiert, habe ich halt beschlossen, dass alle die mein Album kaufen, dann im Laufe des nächsten Jahres oder wenn ich irgendwann entscheide, okay, jetzt kommt vielleicht noch ein Song online oder vielleicht zwei, das mache ich irgendwie, entscheide ich spontan sozusagen. Aber die Leute, die sozusagen mein Album gekauft haben und es unterstützt haben, die dürfen dann entscheiden, welcher Song online geht, damit ihr dann sozusagen einfach nach und nach die Songs auch über Spotify hören könnt. Aber das kann ich und werde ich eben erst machen, wenn, sage ich mal, gewisses Geld auch wieder reingekommen ist durch mein Album. Genau. Und es ist einfach so, dass wir Musiker und Musikerinnen über Streaming kein Geld machen. Wir können uns davon nichts kaufen. Diejenigen, die sich davon was kaufen können, das sind diejenigen, die da ganz oben in der Liga mitspielen. Deren Songs ein paar Millionen Mal oder noch mehr gestreamt werden, und an dem Standpunkt bin ich noch nicht. Und genau, meine Singles werden weiterhin online bleiben bei Spotify, genauso auch die neue Single, die noch kommt vor dem Album, die wird auch bei Spotify und allen anderen Streamingdiensten vorhanden sein, aber eben nicht mein Album, weil es mir einfach zu viel wert ist, um es umsonst zur Verfügung zu stellen. So einfach. Und ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Ich hoffe, du hast Bock drauf. Ja, auch einfach, sage ich mal, das zu unterstützen, die Musik zu kaufen. Und genau, ihr findet den Link nach wie vor in meiner Bio.
Und ja, nach und nach werden vielleicht Songs kommen zu Spotify und welche das dann sein werden, dürfen diejenigen entscheiden, die das Album vorab gekauft haben. Oder halt im Laufe der nächsten Zeit. So, genau. Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, stellt sie mir super, super gerne. Ich möchte da transparent bleiben oder auch einfach, genau, wenn irgendwas unklar ist, lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Passt auf euch auf. Bis bald.